Okay. Zwei Dinge mal direkt zum Anfang. Punkt 1. Ja, ich weiß, es hat sehr, sehr lange gedauert, bis jetzt endlich mal der zweite Teil von diesem Kesselwagen kommt. Und zweitens, wenn ihr im Hintergrund so ein leichtes Knacken und Schmatzen hört, nein, das bin nicht ich. Das ist unser Hund, der hier gerade mit mir im Büro liegt und irgendeinen Scheiß frisst. Also, dann wollen wir mal nicht lange labern und direkt loslegen, damit wir dieses Ding endlich fertig kriegen. Einen wunderschönen guten Tag. Der Einstieg in dieses Video wird ein bisschen ruckelig, denn wie gesagt, ich habe die ganze Sache aus mehreren Filmsessions zusammengeschnitten. Was ihr hier jetzt seht, das sind bereits alle Fahrwerksteile, die mit dem schwarzen Primer grundiert wurden, also den Primer, den ich immer verwende. Und ja, ich zeige hier auch nochmal die Aufstiegsleitern, weil ich die auch mit dem schwarzen Primer behandelt habe. Ich habe versucht, die Aufschriften relativ frei zu lassen und jetzt können wir mit der eigentlichen Alterung beginnen. Ich weiß, der Einstieg ist ein bisschen merkwürdig, aber es geht nicht besser. Als erste Farbe nehme ich dafür, wie gehabt, German Black Brown. Die Sache wird, wie gehabt, in die Airbrush gedönert und damit alle Fahrwerksteile erstmal deckend eingesprüht. Bei den Aufschriften versuche ich, wie gesagt, die Schicht relativ dünn zu halten, dass man diese noch einigermaßen erkennen kann. Oh, fängt schon gut an. Die ganze Sache können wir hinterher noch mit Isopropanol wieder ein bisschen freiwischen, das sieht dann sogar einigermaßen realistisch aus, aber dieses Gerippe von Fahrgestell versuche ich jetzt einigermaßen gleichmäßig und deckend mit dem German Black Brown einzusprühen. Dasselbe natürlich auch mit den Drehgestellen, bei denen ist es ganz praktisch, wenn wir die auf so einen Pinsel oder sowas aufspießen können, dass wir sie nicht ständig antatschen müssen. So kann man sie einfach relativ entspannt drehen und einmal komplett besprühen. Sind wir durch und das ganze Geschisse ist einigermaßen getrocknet, dann schaut die ganze Sache so aus. Die Drehgestelle packen wir erstmal beiseite, denn unser Hauptaugenmerk liegt jetzt erstmal auf diesem Gerippe. Eben dieses hat hier auf der Unterseite noch so ein paar kleine Details, wie die Absperrhebel etc. und diese kleinen Haken hier. Die werden wir jetzt erstmal farblich ein bisschen herausarbeiten und in meiner üblichen Manier werde ich das bei den Absperrhebeln natürlich falsch machen. Und nein, ich möchte bitte nicht in den Kommentaren wieder 10.000 Mal geschrieben haben, ja, der Schleifenhebel muss aber die Farbe haben und der Hebel muss die Farbe haben. Ich weiß mittlerweile, wie rum es ist, aber die Aufnahme ist schon ziemlich alt und da wusste ich es noch nicht. Zumindest das mache ich richtig, nämlich die Grundfarbe von diesen Platten, wo diese Hebel drauf befestigt sind, ist weiß. Und das kriegt sogar ein farbenblinder Idiot wie ich hin. In meiner unfassbaren Verpeiltheit habe ich tatsächlich vergessen, den Rest zu filmen. Hier seht ihr jetzt das Endergebnis. Wie gesagt, die Farbe der Hebel ist falsch rum, aber naja, ich weiß es mittlerweile besser. Auch diese kleinen Haken hier zur Befestigung der Wagen beim Schifftransport, zumindest glaube ich, werden die dafür benutzt, sind jetzt auch gelb. Die werden wir jetzt aber noch mit ein bisschen Alterung verfeinern. Dafür nehme ich mir nochmal German Black Brown. Allerdings nehme ich mir jetzt so ein kleines Schwämmchen mit der Clamping-Sette und tupfe die Farbe so auf die Außenkanten der Haken auf. Einfach durch die tägliche Benutzung von diesen Dingern platzt dort relativ gerne die Farbe ab und den Effekt können wir so relativ gut und einfach darstellen. Jetzt kümmern wir uns um die Beschriftungen. Die sind natürlich jetzt ziemlich mit Farbe zugeschmockt. Das würde, ich glaube, so von keinem Fahrdienstleiter oder Rangiermeister oder weiß der Teufel noch was geduldet werden. Deswegen werden die Dinger jetzt mit einem Q-Tip getränkt in Isopropanol wieder freigewischt. Man kann dafür auch einen kleinen Pinsel nehmen, das ist jedem selbst überlassen, wie man halt das Endergebnis haben möchte. Denn wie man gerade gesehen hat, mit dem Q-Tip sieht die ganze Sache relativ lodderig, eben schnell freigewischt aus. Und mit dem Pinsel kriegt man das Ganze etwas feiner und definierter hin. Das ist halt, wie man halt möchte, wie es aussehen soll. Aber so wirkt das Ganze nicht mehr so zugeschmockt und deutlich realistischer. So, ist das auch erledigt, haben wir jetzt eine relativ gute Basis, auf der wir weiter aufbauen können. Weiter aufbauen bedeutet in diesem Fall Pulverfarben. Als erster Schritt ist dafür, wie gehabt, Burnt Umber. Und das kloppen wir jetzt einmal flächig auf alles drauf. Von der kompletten Fahrwerksalterung mag ich diesen Teil am allerwenigsten, denn er ist ziemlich grobmotorisch. Er ist eintönig und macht im Regelfall eine Riesensauerei, aber er ist relativ wichtig, denn gerade diese Pigmente bringen diese leichte Farbvielfalt in den Flugrost, die das Fahrwerk halt wirklich optisch interessant machen. Ansonsten wäre das Ding nur ein rollender, monotoner, brauner Haufen. Und ihr wisst ja, was sonst noch monoton und braun ist. Benutzt eure Fantasie. Selbige ätzend langweilige monotone Arbeit machen wir natürlich auch bei den Drehgestellen, damit alles zumindest einigermaßen gleichmäßig aussieht. Sind wir damit durch, wird diese Pigmentlage noch mit mattem Klarlack versiegelt. Da habe ich auch sehr viele Fragen bekommen. Ja,
Ich versiegel die Pigmente mit Klarlack, meistens nach größeren Schritten mit einer dünnen Lage, damit die darauffolgenden Arbeiten das, was man davor gemacht hat, nicht komplett zerstören. Also werde ich auch diese Lage jetzt mit einer dünnen Schicht mattem Klarlack versiegeln und dann geht's weiter. So, der matte Klarlack ist drauf und getrocknet. Da sieht man auch, dass die ganze Sache die Brauntönung deutlich abdämpft. Da verfahre ich jetzt wie immer, so sieht das nämlich noch ein bisschen langweilig aus, deswegen nehme ich mir jetzt Dark Red Ochre und betone mit diesem Pigment die Blattfedern und deren Halter. Dadurch bekommen wir noch leicht unterschiedliche Rosttöne in dem Drehgestell und die ganze Sache wirkt nicht so monoton und langweilig, sondern wird, ja, zum kleinen Eyecatcher. Für diesen Arbeitsschritt habe ich auch gerade in gewissen Facebook-Gruppen das ein oder andere Mal harsche Kritik bekommen, weil sich die Leute nicht vorstellen können, dass die Blattfedern so andere Rosttöne haben wie der Rest des Drehgestells. Das wäre ja alles nur Flugrost und das müsste ja alles dieselbe Farbe haben. In den meisten Fällen hat es das auch, aber hier mal ein Originalbild. Dann können die Experten es auch mal sehen, dass es tatsächlich wirklich so aussieht. Des Weiteren wird der doch relativ knallige Rostton, wie man hier sieht, durch eine dünne Lage Mattenklarlack relativ abgedämpft. Was man noch auf dem Bild gesehen hat, sind diese leichten schwarz-matschigen Umrandungen bei den Radlagern. Um die darzustellen, nehmen wir uns wieder den guten alten Oilbrusher, was im Prinzip nicht viel mehr ist als vorverdünnte Ölfarbe. Und diese tragen wir jetzt mit einem dünnen Pinsel hier unten im Bereich um die Radlager auf. Das sind einfach Stellen, wo sich obligatorisch so ein bisschen Öl und Matsch und Feuchtigkeit ablagern. Und mit diesen Ölfarben kann man das einfach perfekt darstellen. Und ja, tatsächlich zieht sich oftmals dieser ölige Feuchtigkeitsschmodder bis hoch zum Blattfederhalter. Das habe ich tatsächlich schon auf sehr, sehr vielen Originalbildern genauso gesehen. Auch wenn es mir einige Leute nicht glauben wollten. Die Ölfarben benutzen wir allerdings nicht nur für diese Feuchtigkeitsölschmodderkacke an den Radlagern, sondern auch hier in solchen Ecken, einfach um dort noch leichte Schattierungen darzustellen und das Drehgestell einfach interessanter und plastischer aussehen zu lassen. Diese Aufnahme hier ist jetzt einige Minuten später, man sieht, die Ölfarben sind seidenmatt geworden und das heißt, sie sind bereit, um verblendet zu werden. Dafür nehme ich wie immer einen kleinen, weichen und vor allem komplett trockenen Pinsel und fange jetzt an, die Ränder der Ölfarben Stück für Stück, ja, bereit zu verarbeiten, einfach um einen perfekten fließenden Übergang von dem trockenen Rost in diesen, ja, feuchten Öl Wasserschmiergedöns zu bekommen. Ich weiß noch nicht mal genau, ob es wirklich Öl ist, was da austritt, oder ob es einfach abgelagerte Feuchtigkeit ist. So oder so, es sieht ziemlich schmierig eklig aus. Und diesen Effekt kann man einfach mit Ölfarben perfekt darstellen. Das und ihre Verarbeitung, dafür habe ich Ölfarben wirklich zu lieben gelernt. Ganz wichtig ist, dass wir auch diese, ja, künstlichen Schattierungen hier oben in diesem Bereich auch sorgfältig und gut miteinander verblenden. Erst dadurch bekommen sie diesen realistischen, ja, Tiefeneffekt und die Drehgestelle wirken einfach auf Fotos bedeutend größer, wie sie in Wirklichkeit sind. Das sind kleine Details, aber die können im Detail einen Riesenunterschied machen. Ich habe zweimal Detail gesagt. Ach, egal. Und wo wir gerade sowieso bei Ölfarben sind, können wir direkt beim Fahrgestell weitermachen. Auch hier gibt es nämlich unzählige Details, die wir mit den Ölfarben einfach herausheben können, wo wir abgelagerten Öl und Dreck, wo wir Schattierungen hinzufügen können. Also gerade dieses Gerippe von Fahrgestell bietet da nahezu endlose Möglichkeiten und man kann sich wirklich drin verlieren und die ganze Sache bis ad absurdum treiben. Dass die Teile selbst von 3 mm aus noch perfekt aussehen, aber irgendwann muss man die Kirche im Dorf lassen und ja, ich habe halt ein paar von den Wagen und wenn man einen kompletten Zug damit machen möchte, sitzt man da schon ein paar Tage dran. Deswegen habe ich mich hier auf die, naja, offensichtlichsten Details beschränkt. Das bedeutet, überall dort, wo grobe Kanten waren, habe ich mit den Ölfarben Schattierungen hinzugefügt, um Sachen wie diese Klappen und ähnliches, ja, einfach einen kleine Umrandung mit den Ölfarben gemacht, um dort leichte Feuchtigkeit darzustellen, die sich in die Ritzen und Ecken abgesetzt hat. Einfach dem ganzen Ding ein bisschen mehr Dreidimensionalität geben. Man kann sich da wirklich austoben, man kann es aber auch relativ einfach halten. Das ist halt je nachdem, wie lange man sich mit so einem Wagen beschäftigen möchte und wie viele man von den Dingern hat. Natürlich nutze ich die Ölfarben auch wieder für die üblichen Sachen, wie hier hinter dem beweglichen Teil des Puffers, so einen leichten Schmier-Drecksiff darzustellen. Dafür sind diese Ölfarben auch perfekt. Denn dadurch kriegt man einen schönen, seichten Übergang zum, ja, wieder relativ rostigen Puffer.
aber der bewegliche Pufferhals und der feste Teil des Puffers sind optisch sehr schön voneinander abgegrenzt. Auch hier vorne im Bereich der Pufferbohle um den Kupplungshaken herum können wir überall diese ja, abgesetzte Feuchtigkeit, Öl, Siff und Dreck darstellen. Wie gesagt, ich habe es schon tausendmal gesagt, der Wagen wirkt dadurch einfach viel plastischer und interessanter zum Angucken. Hatten die Ölfarben wieder mal einige Minuten, um etwas anzutrocknen, bis sie seidenmatt geworden sind, kommt wieder der kleine, trockene Pinsel zum Einsatz, um die ganze Sache schön zu verblenden. Es ist im Prinzip immer wieder derselbe Arbeitsschritt, nur an unterschiedlichen Stellen. Trotz alledem, also das ist für mich bei Fahrgestellen schon mehr oder weniger Standard geworden, einfach weil diese ganzen Schattierungen, diese unterschiedlichen Brauntöne die ganze Sache so interessant optisch machen. Natürlich klar, wenn man jetzt 10 oder 15 von diesen Wagen am Stück altern möchte, ist alleine das ein Arbeitsschritt, wo man 2 bis 3 Tage dranhängt, aber es lohnt sich wirklich auf alle Fälle und ich bereue es kein einziges Mal, dass ich mit Ölfarben angefangen habe und ich werde es auch definitiv weiter so machen. Auch wenn es hier und da mehr Zeit frisst, wie es mir lieb ist, aber fürs Ergebnis ist es das allemal wert. Was man auch sehr schön beim Pinsel erkennt, dass man den Pinsel, den man für das Verblenden benutzt, an dem solltet ihr wirklich nicht sonderlich viel hängen, denn der leidet schon extrem darunter. Also nach, ja, ich würde sagen so 6, 7 bis 8 gealterten Wagen könnt ihr diesen Pinsel mit einem Lächeln in den Müll entsorgen, denn dann sieht er aus wie ein explodierter Esel, aber nicht mehr wie ein Pinsel. Aber naja, das ist halt Modellbau, ein bisschen Schwund ist halt immer. Auch hier jetzt, wie man sehr schön sieht an der Pufferbohle, diese Schattierungseffekte, ist es einfach nur geil, wie viel mehr Plastik, also Plastik im Sinne von plastischem Aussehen und nicht von dem Material Plastik, diese Ölfarben tatsächlich an auch solche kleinen Details bringen und ja, ich weiß, ich bin gerade so ein leichter Fanboy, aber das Ergebnis spricht für sich. Und ich weiß echt nicht, wie viele Stunden an Filmmaterial ich alleine vom Auftragen und Verblenden dieser Ölfarben habe. Ich habe halt wirklich alles gefilmt, aber ich kann euch nicht alles zeigen. Das wäre einfach auf die Dauer zu langweilig. Deswegen, ihr habt ja grob gesehen, wo und wie ich die auftrage. Das ist auch bei jedem Wagentyp anders. Ich springe jetzt einfach nach vorne, wo ich den Arbeitsschritt beendet habe. Und dann geht's mit interessanten Dingen weiter. So, auf dieser Aufnahme sind wir jetzt mit den Ölfarben komplett durch. Die hatten jetzt auch 2 bis 3 Tage Zeit, um zu trocknen. Man erkennt jetzt nicht so richtig die ganzen Schattierungen, die dadurch entstanden sind, durch das relativ bescheidene Licht, aber es sieht tatsächlich schon recht gut aus. Was ihr auch seht, ja, die Puffermumpe ist schon auf den Puffern drauf. Ja, auch diese Aufnahme ist flöten gegangen oder ich habe es vergessen zu filmen, ich habe keine Ahnung. Ja, aber das haben wir schon so oft auf diesem Kanal gemacht, ich glaube, ihr wisst, wie das funktioniert. Was ich jetzt noch versuchen werde, ist diesem Gitter hier oben etwas mehr Tiefe zu entlocken, weil die Gitterstruktur geht in diesem ganzen Rost in Rost ein bisschen verloren. Als Experiment wollte ich dafür mal diesen dunkelbraunen Panelliner von MIG nehmen. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein hochpigmentiertes Washing. Ich habe dieses einfach unverdünnt auf die Gitterstruktur aufgepinselt und es hat teilweise seinen Zweck erfüllt. Also die Gitterstruktur kam etwas besser zur Geltung, aber nicht in dem Maße, wie ich es mir dadurch erhofft hatte. Und diese staubige Roststruktur wurde durch das Washing doch ziemlich abgedämpft und die ganze Sache wirkte wieder etwas, naja, einfach braun in braun. Also mit diesen leicht bzw. recht fein gravierten Gitterstrukturen, die nicht durchbrochen sind, damit tue ich mich bei solchen relativ staubigen Wagen doch noch immer noch ein bisschen schwer. Also da bin ich noch am Experimentieren und da gibt es auch mit Sicherheit noch bessere Wege. Hier jetzt das Ganze mal im getrockneten Zustand. Ihr seht, es behält so einen leichten Glanz. Das gefiel mir auch nicht so richtig. Und es hatte noch nicht den Effekt, den ich wollte. Deswegen habe ich mir jetzt Light Rust genommen. Und versuche jetzt im Drybrush-Verfahren die ganze Sache noch etwas besser zu betonen. Also die meiste Farbe aus dem Pinsel raus. Und jetzt mit ganz, ganz wenig Druck mit dem Pinsel über die Struktur gleiten. Und hoffen, dass dadurch die Gitterstruktur ein bisschen besser zur Geltung kommt. Und wie man sieht, teilweise tut sie das. Zumindest sind jetzt die erhöhten Stellen von den Löchern im Gitter deutlich besser zu erkennen, beziehungsweise die ganze Sache setzt sich besser ab und wirkt plastischer. Im Endeffekt hätte ich diese noch mit Graphit bearbeiten können, dass das Gitter so ein bisschen abgewetzt und metallisch blank aussieht, aber das ist mir zu dem Zeitpunkt noch nicht eingefallen und deswegen war ich so schon einigermaßen zufrieden mit dem Ergebnis.
Und wie blöd es ist, dass ich das Gitter nicht bearbeitet habe, seht ihr jetzt hierbei, weil im nächsten Arbeitsschritt hatte ich den Graphitstift schon in der Hand und habe zum Beispiel die Kanten der Trittstufen hier metallisch blank abgewetzt dargestellt. Ja, hätte ich in diesem Moment mein Gehirn eingeschaltet, dann hätte ich höchstwahrscheinlich auch das Gitter damit bearbeitet, aber zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, schon sehr übermüdet und einfach nur froh, die ganze Sache endlich Richtung Ende steuern zu können. Denn der Graphitstift war tatsächlich der letzte Arbeitsschritt, jetzt geht's an die Montage. Und beginnen wollen wir damit mit den Kupplungskinematiken. Die werden einfach hier oben so eingelegt, halten tun die aber tatsächlich erst durch die Drehgestelle. Das heißt, man legt das Ganze so hin, dass es so grob in Position ist, versucht dann nicht zu niesen und steckt dann das Drehgestell auf und dadurch bleibt der ganze Mist dann in Position. Und ja, so läuft die Kupplung zumindest schon mal in der Kinematik. Was als nächstes kommt, ist dieses lustige kleine Federchen, was immer meint, wegfliegen zu müssen, was man dann zum Teufel nicht mehr wiederfindet. Um eben dieses Auswandern in die Unfindbarkeit dieser Feder zu verhindern, werde ich jetzt auf dem Halter am Fahrgestell so einen kleinen Tropfen Sekundenkleber auftragen, um dann das Federchen in den frischen Sekundenkleber einzuhängen und die ganze Sache so zu halten, bis der Kleber zieht. Dann kann dieses Mistvieh nirgendwo mal hin und wir haben ganz entspannt 7.008.240 Versuche, diese Feder vorne in die Kinematik einzuhängen. Bis es funktioniert. Nach mehreren Fluchorgien, der Zerstörung einiger Dinge im Bastelraum und vielen anderen Sachen, auf die ich weiß Gott nicht stolz bin, ist die Feder dann eingehängt und die Kinematik funktioniert. Haben wir jetzt auch die gealterten Räder in die Drehgestelle eingeklipst und alles mit dem Trick Spezialfett schön geschmiert, damit alles wunderbar und leichtgängig läuft, ist jetzt der finale Moment gekommen, wo wir das erste Mal Kessel und Drehgestell miteinander vereinen. Einige nennen diesen Prozess Hochzeit und genau wie im echten Leben ist es auch hier so, dass hier und da mal richtig was zu Bruch geht. Denn es ist bei diesen Wagen schon fast gang und gäbe, dass entweder beim Demontieren oder beim Aufstecken des Kessels hier und da mal eine von diesen Rastnasen abbricht. Macht euch da keinen Kopf, je nachdem wie alt die Wagen sind, kann das hier und da mal passieren. Aber all diesen Widrigkeiten zum Trotz haben wir sie nun fertig hier stehen und sehen sie das erste Mal in voller Pracht. Und somit ist auch nicht nur die Alterung dieser Wagen, sondern auch dieses kurze und etwas merkwürdige Video am Ende. Ihr seht jetzt hier zum Schluss wie immer ein paar Aufnahmen der fertigen Wagen. Ihr seht jetzt auch hier mal alle vier auf einmal und danach noch ein paar Detailaufnahmen. Und wenn euch das Video so ein bisschen auf die Schnelle zusammengestückelt vorkam, liegt ihr nicht ganz unrecht, denn ich war mir unsicher, ob ich dieses Video überhaupt jetzt in der nächsten Zeit noch schaffe. Ich habe es jetzt zwischen Tür und Angel eben schnell zusammengeschnitten, einfach weil ich dieses Projekt abgeschlossen habe und euch das Endergebnis nicht vorenthalten wollte, zumindest nicht noch länger. Warum der ganze Stress? Zum einen, unsere Anlage ist endlich umgezogen. Sie steht jetzt tatsächlich in dem Raum, wo sie eigentlich hingehört. Diesen mussten wir natürlich erstmal komplett fertig machen, Elektrik verlegen und den ganzen Scheiß den Hintergrund anbringen. Dann musste die Anlage rüberziehen und ich habe die letzten 2,5 Wochen damit verbracht, das komplette Stellwerk zu verkabeln. Es war die Hölle. Aber die ganze Sache ist jetzt weitestgehend abgeschlossen, alles funktioniert. Die Anlage ist wieder befahrbar, das bedeutet in nächster Zukunft, wenn Lokumbauten kommen, dann werden auch wieder Fahraufnahmen aus dem BW kommen. Es werden auch noch ein paar Videos kommen zum Thema Bodengestaltung im BW, da habe ich auch gerade was in Planung, das wird auch nicht mehr lange dauern, also demnächst kann es durchaus sein, dass Videos wieder etwas regelmäßiger kommen. Habt noch ein bisschen Geduld, aber da kommt noch viel Geiles auf euch zu. An dieser Stelle bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und vor allem an jeden Einzelnen von euch, denn wir haben fast die 10.000 Abonnenten geknackt. Das ist echt hammergeil. Ich freue mich tierisch, vor allem freue ich mich auf die nächsten Projekte. Ich hoffe, ihr auch. Ich sage einfach mal, bis zum nächsten Video. Haut rein!